Schlagzahl ist zu. Gut gemacht, Elvis. Elvis Crittenden, hast du geschlafen? Neben jedem Notausgang steht ein Feuerlöscher. Nein, Sir. Ich war so in Panik. Ja, und mein Eintopf? Du hast schon öfter Sachen anbrennen lassen, aber so sehr noch nie. Feuerwehrleute sollten Feuer löschen, Crittenden. Und nicht Feuer legen. Ganz besonders nicht am Feuerschutztag. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Da ist etwas, das uns einen Hinweis geben könnte. Aha, ein Papierflugzeug. Vielleicht verrät uns das, wer der Übeltäter ist. Natürlich, das ist Briefpapier. Da steht ja ein Name. Lieber Hauptfeuerwehrmann Steele. Hauptfeuerwehrmann Steele, Sie waren das. Ich war das nicht. Das war Norman. Norman Price. Oh, tut mir leid. Das war ein Versehen. Ich wollte nur jemanden finden, der Papierflieger genauso toll findet wie ich. So ist das also. Nun, vielleicht sollte ich mal mit dem jungen Mann reden, Sam, und ihm da ein bisschen Wind unter den Flügel machen. Eine gute Idee, Sir. Dann passiert das sicher nicht wieder. Oh, der Arme. Das war ganz bestimmt ein Versehen. Na, hoffentlich schimpft der Hauptfeuerwehrmann nicht zu sehr mit ihm. Keine Sorge, Elvis. Ich glaube, Hauptfeuerwehrmann Steele und Norman haben mehr gemeinsam, als man zunächst denkt. Die oberste Regel der Papierfliegerei lautet, immer gut aufpassen, wo man den Flieger hinwirft. Das wird ein Doppellooping. Cool! Der nächste Trick ist der berühmte Schraubentrudler. Ja! Wow! Wie haben Sie denn das gemacht? Das kommt alles aus dem Handgelenk. Ja, genau! Siehst du, wie er fliegt? Ja! Denn er ist in Brand, ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Was hat der Hund überhaupt in einer Feuerwache zu suchen? Der schnüffelt doch nur überall rum und steht einem im Weg. Außerdem kläfft er immer, wenn ich am Trommeln bin. Aber Schnuffi ist kein gewöhnlicher Hund. Er ist ein Rettungshund, Dad. Ein Rettungshund? Das ist ein Haustier, Mandy. Kann ein Hund etwa einen Wasserschlauch benutzen oder eine Leiter raufklettern oder das Funkgerät bedienen? Wenn dieser Hund ein Rettungshund ist, dann esse ich mein schmutziges T-Shirt. Das lässt du schön bleiben. Dieses T-Shirt muss in die Wäsche, Mike Flatt. Puh, riecht das übel. Gib Schnuffi doch eine Chance, Dad. Er ist wirklich ein Rettungshund. Und ich werde es dir beweisen. Eine Überprüfung der Ausrüstung ist gültig, um die gesamte Ausrüstung auf Abnutzung der Ausrüstung zu überprüfen. Super, ich überprüfe den Krankenstuhl. Schieb mich mal an, Penny. Halt, das soll eine Überprüfung sein und kein Seifenkistenrennen, Crittenden. Hey, da kommt Mike, um den verstopften Abfluss zu reparieren. Und genau deshalb sollten die Verletzten immer sorgfältig angeschnallt werden. Kannst du mir mal helfen, Penny? Hallo Leute! Was ist denn hier los? Hilfe! Hilfe! Mandy, was ist denn? Ist was passiert? Was ist denn los? Hallo Schnuffi, lass ihn aber schnell. Siehst du, Dad? Er ist doch ein Rettungshund. Er ist sofort gekommen, als ich um Hilfe rief. Mandy, mit so etwas macht man doch keine Witze. Und außerdem beweist das noch gar nichts. Komm, Elvis. Schnuffi denn nun wirklich ein Rettungshund? Na klar doch, Mandy. Aber wie kann ein Hund euch denn helfen? Schnuffi hat einen hervorragenden Geruchssinn, Mandy. Er ist also ein toller Spürhund und... Wirklich? Danke, Sam. Ich war gar nicht fertig. Was ist denn dieses Chop Suey, Gwendolyn? Nicht Chop Suey, Dillis. Feng Shui. Das ist die uralte chinesische Kunst, die Möbel so aufzustellen, dass die gute Energie richtig fließen kann. Oh... Ob der Supermarkt diese gute Energie wohl auch brauchen könnte? Natürlich, Dennis. Ich werde mich darum kümmern. Aber erst, wenn Mike hier war und die Treppe repariert hat. Oh je. Dann kann er auch gleich den Kühlschrank wegrücken. Der strahlt sich ja jede Menge schlechte Energie ab. Ach, du liebe Zeit. Tatsächlich.
Ja, der Abfluss wird befreit, hier und heute, sonst wird der Ärger groß. Ja, der Abfluss wird befreit, liebe Leute, der Abfluss hat einen Kloß. Achtung! Was treibt ihr beide hier eigentlich? Mike Flood Klempner, Hauptfeuerwehrmann Steel, Sir. Ich repariere den Abfluss, Sir. Und ich helfe Mike beim Reparieren, Sir. Nun, dann schlage ich vor, dass ihr kein Musical daraus macht, sondern eure Arbeit tut, klar? Ja, Sir! Ouch. Hi, Mandy. Suchst du dein Dad? Nein, noch nicht. Erstmal müssen wir Schnuffi finden. Da ist er ja. Hallo, Schnuffi! Was habt ihr denn mit ihm vor? Mandy will beweisen, dass Schnuffi ein guter Spürhund ist. Ich habe mir eine ganz tolle Übung für ihn ausgedacht. Und zwar mit Dads verschwitztem T-Shirt. Oh, das könnte sogar ich aufspüren. Na los, such ihn! Na, da bin ich aber mal gespannt. Hallo, Mandy. Wo ist denn Dad jetzt wieder? Er musste gleich weiter, nachdem er den Abfluss repariert hatte. Ich glaube, er hat eine Spur gefunden. Komm! Schnuffi, warte! Sieht aus, als könnte er Mike bis hierher riechen. Ich habe eine Bitte, Mike. Bevor du die Kellertreppe reparierst, könntest du da wohl erst diesen Kühlschrank runtertragen? Der strahlt hier oben schlechte Energie ab. Schlechte Energie? Davon habe ich noch nie gehört. Hä? Oh. Das ist Chop Suey, Mike. Gwendolyn kennt sich damit aus. Ganz genau. Und jetzt ist der Supermarkt fällig. Oh je. Komm schon. Mein Arm! Also langsam frage ich mich, ob Schnuffi überhaupt weiß, was er da tut. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. So wie ich. Mein Dad hatte wohl doch recht. Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache. Aus jetzt! Sei still! Halt, Mandy! Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn! Das ist der Wagen von meinem Dad! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flood hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Unfall im Kabeljau-Café. Opfer ist eingeklemmt. Schwester Flood verständigen. Es könnte sein, dass wir Ihre Hilfe brauchen. Okay, Sam. Ganz ruhig, Mike. Wir holen dich da gleich raus. Vorsichtig, Sam. Beweg ihn nicht. Wir müssen ihn ruhig stellen, falls er sich den Rücken verletzt hat. Ich habe den Krankenstuhl mitgebracht, Sam. Der Krankenstuhl nützt uns nichts, Elvis. Ohne Treppe kriegen wir den nicht runter und nicht rauf. Wir brauchen die Trage. Gut, also die Trage. Schön vorsichtig. Ist nur ein einfacher Bruch. Du bist sicher ganz schnell wieder auf den Beinen, Mike. Hey, hier ist noch ein Besucher für dich, Dad. Schaff diesen albernen Hund weg! Diesen albernen Rettungshund, Dad.
Okay, okay. Er ist ein Rettungshund. Du hattest recht, Mandy. Er ist ein super-duper-Spürhund. Oh yeah. Er ist ein super-duper-Spürhund. Oh yeah. Er ist ein super-duper-Spürhund. Oh yeah. Dieser Hund, der kann dich retten. Oh yeah. An. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand, ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Norman! Endlich, Norman. Was stellst du denn nun wieder an? Gar nichts, Mom. Gar nichts? Mit meinem Besen? Und das ist meine beste Wolldecke. Mom, ich gehe zelten. Ich brauche die Sachen unbedingt. Wie soll ich denn ein Zelt bauen ohne einen Besen und eine Decke? Wie bitte? Oh, Norman, Camping ist gefährlich, sehr unsauber und... Camping macht Riesenspaß. Hallo, Trevor. So eine Überraschung. Ich liebe Camping. Nichts als Natur, dazu diese herrlich frische Luft. Ich war früher bei den Pfadfindern, weißt du? Tatsächlich? Sie sahen bestimmt süß aus in kurzen Hosen. Aufgepasst, Männer! Und du auch, Penny. Es ist Frühlingszeit und wir wissen wohl alle, was das bedeutet. Dass alles blüht? Unsinn, Krittenchen. Es bedeutet Zelte, Wanderer und Picknick. Und das bedeutet eine erhöhte Feuergefahr. Waldbrände, Flächenbrände. Und jede Feuerart verlangt besondere Vorgehensweisen und besonderes Löschgerät. Wieso ist die Schaufel so wabbelig? Das ist eine Feuerpeitsche zum Ausschlagen der Flammen. Ach so? Sag mal, Norman, hast du schon jemals in einem echten Zelt geschlafen oder auf einem echten Lagerfeuer Essen gemacht? Klar, ganz oft sogar. Ist doch ein Kinderspiel. Oh, das stimmt nicht. Du wolltest im Garten schlafen einmal und als es dunkel wurde, kamst du zitternd rein. Oh Mann, da war ich erst 3. Na Norman, wie wäre es, wenn ich dich mal auf eine hübsche Campingtour mitnehmen würde? Ja, super wäre das. Und wann fahren wir los? Na, wie wär's denn dieses Wochenende, wenn du so drauf versessen bist? Oh ja, Trevor, das klingt wundervoll. Der Sternenhimmel kann so romantisch sein. Wann fahren wir? Aber ich... Oh ja, ich bin ganz verrückt nach Natur. Das stimmt nicht, Mom. Hallo Trevor, sag mal, weißt du auch, worauf du dich da einlässt? Natürlich, Sam. Ich bin schließlich ein sehr erfahrener Abenteurer. Ich weiß, wie man sicher Feuer macht. Das habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Tut mir leid. Ich wollte nicht deine Fähigkeiten anzweifeln. Ich meinte Norman Price. Oh ja, ich weiß Bescheid. Norman, komm sofort her und hilf mir mit dem Koffer. Das wird bestimmt richtig lustig. Schönes Wochenende. Vielleicht sollte ich lieber die Bergwacht vorwarnen. Nur um ganz sicher zu gehen. Campen kann sehr gefährlich sein, Mom. Man muss die ganze Zeit aufpassen. Vor allem möglichen. Zum Beispiel Wildkatzen. Wildkatzen? Natürlich zwingt dich niemand hier zu bleiben, wenn du nicht willst, Mom. Hören Sie nicht auf Norman, es gibt doch gar keine Wildkatzen in den Ponty-Pandy-Bergen. Wer weiß, und wenn sich hier Tiere, die aus dem Zoo ausgebrochen sind, verstecken? So ein Unsinn! Ich habe im Fernsehen was über einen riesigen Löwen gesehen, der jahrelang so unterwegs war und jede Nacht hörte man ihn brüllen. Rawr! Dann bleiben wir dicht beim Wagen. Na gut, das kannst du natürlich gern tun. Oder Trevor bringt dich gleich nach Hause. In der Zwischenzeit suche ich mir einen schönen Platz zum Zelten. Und sorgt euch bloß nicht um mich. Ich weiß, wie man mit wilden Löwen fertig wird. Norman, warte doch! Ein Löwe! Das ist doch nur Norman. Oh, vielen Dank, Trevor. Komm mit, Mom, wir sammeln jetzt lieber Feuerholz. Also ganz ehrlich, Dillis, es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Die größte Gefahr hier draußen sind die Menschen. Sie verursachen die meisten Waldbrände. Waldbrände? Ja, darum bin ich ja auch schon beim Aufbauen des Lagerfeuers sehr vorsichtig. Hey, so Camper haben mal einen Waldbrand erst mitgekriegt, als ihr ganzes Zelt bis oben hin voller Rauch war. Alles in Ordnung bei euch, Tom? Ja, Sam, hier ist alles bestens im Moment.
Ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass Trevor heute Nacht dort zeltet. Mit Norman Price. Alles klar, Sam. Gut zu wissen. Ich halte die Augen auf. Na, das hätten wir. Ich denke, das Feuer ist jetzt heiß genug zum Essen machen. Wir brauchen nur noch den Topf und was Leckeres, was wir darin kochen. Oh, Feuer! Ein Waldbrand! Die Bäume stehen in Flammen! Oh, 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 komm schnell! Alle sofort in den Wagen! Mom. Nein, Willis, hier lang! Hilfe! Wir brauchen Feuerwehrmann Sam! Ein Feuer in den Potipendi-Bergen? Oh nein! Beeilung, Leute! Jeder nimmt seine Ausrüstung! Schnell! Feuer in den Potipendi-Bergen, Sam! Verständigt sofort, Tom! Hallo, Tom! Wir sind gleich da! Ein Feueralarm in den Potipendi-Bergen! Ein Feueralarm? Ja, ist klar! Ich schau mich um! Man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da vorne war es. Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen. Oh. Oh. Oh nein. Mom, das ist der Sonnenuntergang. Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich. Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm, es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich rufe Sam an, das muss er wissen. Hallo? Hey Sam, ich hab das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steele, was los ist. Oh nein! Mann, Trevor! Es brennt wirklich da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen. Es brennt wirklich. Oh nein! Die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen! Tom, Tom ist an, Sam. Ich bin jetzt gestartet. Wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom! Wir müssen die Flamme mit unseren Feuerpatschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Alles in Ordnung, Trevor? Oh, es tut mir leid, Sam. Ich hätte nie das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen dürfen. Ich war doch bei den Pfadfindern. Weiß ich, Trevor. Aber so ein Versehen kann jedem mal passieren. Oh nein, oh nein, oh nein. Meinst du, es ist sicher, wenn er da ganz allein draußen zeltet? Ja, Dillis. Absolut sicher. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Als ich ein junger Feuerwehrmann war, hatten wir ein Motto. Und weißt du, wie das Motto lautete, Quentin? Ich werde es dir sagen. Jetzt und immer. Jetzt und immer? Jetzt mit einem Einsatz rechnen und immer bereit, um Menschen in Not schnellstmöglich zu helfen. Oh, alles klar. Es gibt auch einen Merkspruch. Wann ist ein Feuerwehrmann bereit? Jetzt und immer. Und wer macht heute den Tee? Ich mache das Wasser heiß. Ja, das nenne ich Einsatz.
Blitz und Blank, ich fühle mich wohl. Jetzt und immer nur Rock'n'Roll. Ich... Ah! Elvis! Au! Oh, mein Bein! Oh nein, wir bringen dich lieber schnell ins Krankenhaus. Oh Mann, das Bild ist schon wieder weg. So geht das nicht weiter. Du wolltest doch einen neuen Fernseher kaufen. Nein, nein, das ist nur die Antenne. Lasst mich nur machen, ich klettere schnell aufs Dach und habe das in 0, nichts wieder in Ordnung. Ganz ruhig, Elvis. Ich bin wirklich so ein Tollpatsch. In diesem Zustand heißt es ja wohl eher nie und nimmer bereit, was, Critlington? Tut mir leid, Hauptfeuerwehrmann Steel. Dadurch sind wir einer zu wenig, also muss ich deine Aufgaben übernehmen. Nun, so hast du eine gute Gelegenheit zu beobachten, wie man die Arbeit richtig macht. Ach komm, Elvis, so schlimm ist das auch nicht. So schlimm soll das nicht sein? Aber ich soll doch anderen Menschen in Notfällen helfen. Wenn ich in einem Rollstuhl sitze, geht das nicht. Ich bin einfach kein guter Feuerwehrmann. Jetzt sollte es gehen. Ziemlich gute Arbeit, wenn ich das mal selbst so sagen darf. Sam! Oh nein! Hilfe! Ich muss Feuerwehrmann Sam rufen. Ja! Oh, Mike Flatt hängt am Dach seines Hauses. Komm, Penny. Schnell, Personennot auf dem Hausdach der Flatts. Whittington, du koordinierst die Einsatzzentrale. Du bleibst hier drinnen und ich mach mich von hinnen. Ich fahre Venus, ihr fahrt hinterher. In Ordnung, Sir. Hier ist Ihr Helm, Sir. Oh, ja, richtig. Ja, natürlich. Hals- und Beinbruch! Weißt du noch, was ich dir über Ballspielen im Laden gesagt habe? Ach, Ma! Jetzt haben die Tomaten Druckstellen und die krause Petersilie ist ganz glatt. Geh und spiel im Park. Meinetwegen, Mom. Ein Glück. Ich weiß nicht, wie lange er sich noch halten kann. Ach, kein Grund zur Panik, meine Damen. Er ist so gut wie gerettet. Ich habe jahrelange Erfahrung in solchen Angelegenheiten. Jetzt und immer. Das ist nicht umsonst, mein Motto. Sollten wir ihn jetzt nicht mal da runterholen, Sir? Was? Oh, ja. Auf jeden Fall. Ausfahren der ausfahrbaren Leiter. Sollten wir Jupiter vielleicht zuerst stabilisieren? Hm? Oh ja.